Willkommen bei Motorwoche aus dem wunderschönen Atlasgebirge mitten in Marokko. Und wir sind auf 2700 Meter. Die Luft ist ziemlich dünn, also man muss ziemlich atmen hier. Es ist ziemlich anstrengend, sich zu bewegen. Und wir sind mit dem VW Touareg unterwegs. Offroad. Vor einem halben Jahr sind wir den Touareg schon in der Gegend um das Salzburger Land gefahren, aber leider nur on-road. Jetzt sollten wir im Atlasgebirge erfahren, was er abseits der Straße kann. Bis zu 4167 Meter hoch erstreckt sich das Gebirge im Hintergrund von Marrakesch. Von dort aus startet unser Trip. Über 40 Kilometer geht es fast ausschließlich geradeaus auf das Atlasgebirge zu. Beim Fluss Aurika fängt es an, enger und deutlich kurviger zu werden. Im Gegensatz zu Marrakesch ist die Armut auf dem Land aber deutlich zu sehen. Esel mit Karren, Hühner, freilaufende Hunde kreuzen immer wieder unsere Wege. Nach einer kurvenreichen Fahrt erreichen wir das Hochplateau Eukamiden. Dort zeigt der Touareg das erste Mal, was er außerhalb der Straße kann. Auf einer Höhe von über 2700 Meter fahren wir einen steilen Hang hoch und lassen den 3 Liter V6 Turbodiesel eindrucksvoll den Berg erklimmen. Wir probieren die verschiedenen Offroad-Modi und auch die Einstellung der Luftfederung stellen wir für jede Situation perfekt um. Mit seinem Drehmoment von 600 Newtonmetern ist es für den Touareg ein leichtes. Nach einiger Zeit geht es weiter, von hier nach Asni. Aber was uns da erwartet, hätten wir niemals gedacht. Straßen, die nur etwas breiter waren als der Touareg selbst und Kehren, die so knapp bemessen waren, aber dank der Allradlenkung ein Klacks für diesen Riesen waren. Und die ganze Zeit war diese Furcht in uns, dass uns etwas entgegenkommen könnte. Der Abhang links und der Felsen rechts. Die Stellen könnten einfach nicht enger sein. Ein Nervenkitzel und jede Menge Adrenalin. Doch der Touareg bereitet keine Probleme. Der Weg führt auch durch abgelegene Dörfer und durch einen kleinen Bach hindurch. Auch für Verschränkungen ist sich der große Volkswagen nicht zu schade. Nach 6 Stunden Fahrzeit und 154 Kilometer erreichen wir mit dem mindestens 60.675 Euro teuren und mit einer sehr dicken Staubschicht überzogenen Touareg wieder unser Hotel in Marrakesch. Den Trip in Marokko übrigens bietet VW auch als Driving Experience an. Dann geht es sogar bis in die Sahara und der Trip dauert circa 6 Tage. Es war vom Fahren her doch nicht so easy wie gedacht zuerst. Also wir waren doch ein bisschen schwer im Gelände auch unterwegs, was der Touareg gut mitgemacht hat. Zuerst mal nochmal ein paar allgemeine Sachen, die wir klären wollen. Es gab ja schon ein Touareg-Video von uns über das Auto. Das haben wir in Österreich gedreht bei der ersten Fahrpräsentation. Das war aber alles nur on-road. Und viele haben damals zu VW oder auch unter den ganzen Videos geschrieben, warum seid ihr nicht mal ein bisschen Offroad gefahren? Warum gab es nicht auch einen Offroad-Parcours oder sonst was? Kann der Touareg denn nichts mehr Offroad? Und das war der Grund, warum VW dieses Event nochmal auf die Beine gestellt hat, weil sie den ganzen Leuten auch zeigen wollten, unser Touareg kann auch Offroad. Und das haben wir heute erfahren, das kann er definitiv. Wer das Video noch nicht gesehen hat, kann sich das gerne nochmal angucken. Das verlinken wir jetzt mal in der Videobeschreibung. Ansonsten fahren wir jetzt hier wieder die gleiche Motorisierung. Wir fahren den 3 Liter V6 TDI mit 286 PS und 600 Newtonmeter. Der V8 TDI, den gibt es noch nicht. Der soll aber Anfang nächsten Jahres, April rum, soll der kommen. März, April, so in dem Dreh kann man mit dem rechnen. Da gibt es bestimmt auch nochmal eine Fahrveranstaltung und da wir bis jetzt den Touareg von vorne bis hinten mitgemacht haben, werden wir den V8 TDI auch nicht auslassen. So, wir fahren die Modellvariante Airline so gesagt. Es gibt ja den Elegance, den Atmosphere, die etwas mehr auf Luxus ausgelegt sind und den Airline, der ein bisschen brachialer, ein bisschen sportlicher aussieht. Und unsere Ausstattung hat auch das komplette Offroad-Paket, was es alles gibt mit Unterbodenschutz, dem 90-Liter-Tank. Modi, 90-Liter-Tank, ja, alles drum und dran. Das braucht man jetzt nicht unbedingt, um Offroad zu fahren. Es macht ein bisschen was aus, gerade mit den verschiedenen Modi, die wir haben. Für verschiedene Untergründe können wir dann natürlich nochmal das ESP so konfigurieren, quasi, dass wir leichter in Schnee anfahren können, leichter auf Geröll anfahren können. Es hat alles so ein bisschen Feinabstimmung dann nochmal für verschiedene Terrains. Der Grund-Touareg kann schon viel Offroad und mit dem Paket kann man dann nochmal ein bisschen mehr. Wenn einem das Auto was bedeutet, sollte man vor allem auf den Unterfahrschutz und auf den Unterbodenschutz das Kreuzchen setzen, denn der ist schon ziemlich praktisch, wenn man mal irgendwo aufsitzt oder so, dass man sich nicht direkt den ganzen Unterboden zerstört. Beim Offroad-Paket ist ja der 90-Liter-Tank dabei. Den kann man auch separat wählen, weil viele werden wahrscheinlich nicht unbedingt das Offroad-Paket brauchen, aber wollen natürlich mehr Reichweite. Finde ich auch eine sehr gute Wahl, wenn man das Auto konfiguriert. Ja. Großer Tank ist immer ganz gut. Bestimmt weit über 1000 Kilometer Reichweite dann und das macht dann doch
sind bei dem Auto. Bevor wir jetzt noch zu den ganzen Fragen kommen, die ihr mir bei Instagram gestellt habt, machen wir schon so ein Vorab, ein kleines Fazit, finde ich, was er Offroad kann. Und da war ich wirklich sehr begeistert. Also er ist jetzt nicht das ultimative Offroad-Monster. Definitiv nicht. Aber für alle Leute, die ein ultimatives Offroad-Monster wollen, kommt der Touareg sowieso nicht in Frage. Und für die Leute, für die der Touareg in Frage kommt, kann er mehr als genug Offroad. Ja. Also jeder Mensch, der sich einen Touareg kauft, wird wahrscheinlich das, was wir heute gemacht haben, mit dem Auto niemals machen. 70-80-90% brauchen das Auto wahrscheinlich, um Hänger zu ziehen oder weil sie eine große Familie haben oder für so Sachen. Und die 10-20%, die damit wirklich mal im Gelände unterwegs sind, sind normalerweise nicht so tief im Gelände unterwegs, dass man die ganzen Sachen braucht. Also wir sind Verschränkung gefahren, wir sind Neigung gefahren, bis zu 35 Grad sind wir, glaube ich, gefahren. Ja, knapp. Oder 33 Grad Neigung, das war schon auch ziemlich limit. Da gibt es natürlich Autos, die können mehr, aber mit einem Touareg macht man sowas ja normalerweise auch nicht. Und dafür, ja, die Sicherheit ist einfach da. Ne? Ja. Wenn man mal wirklich durch den Wald fährt, man hat mal irgendwie eine starke Steigung oder ein Gefälle mit dem Bergabfahrassistent, keine Ahnung was, ist man mit dem Touareg wirklich super gerüstet und kann Offroad sich auch bewegen. Und das finde ich schon wirklich sehr, sehr gut. Wer dann wirklich richtig krass ins Gelände will, der kann ja dann vielleicht auch zu einem anderen Amarok greifen oder so. Da hat VW ja auch die passende Lösung im Programm. Das Fahrwerk hat auch eine sehr gute Spreizung meiner Meinung nach, gerade mit dem Fahrmodi, Fahrerlebnisschalter. Wenn man da umstellt mit dem Luftfahrwerk, das funktioniert alles extrem gut. Man kann auf der Straße das so hart stellen, dass man sportlich in Kurven unterwegs sein kann. Und natürlich, wie wir gerade jetzt auf Schotter- und Offroad-Wegen, so weich stellen, dass man angenehm drüber kommt, ohne dass einem der Kopf die ganze Zeit von links nach rechts schlägt. Das funktioniert wirklich ganz gut und ja, ist eigentlich schon, wie gesagt, meiner Meinung nach für den Touareg ein Tick too much. Eigentlich braucht er nicht so viel, aber fürs Gewissen ganz gut, wenn man es hat. Der Preis von unserem Testwagen liegt so circa zwischen 90.000 und 95.000 Euro. Wir haben jetzt natürlich keine genaue Preisliste, was wir hier verbaut haben dabei. Aber ich habe jetzt gerade eben mal konfiguriert und ich finde die Ausstattung eigentlich genau richtig. Mir persönlich würde jetzt gerade wegen dem Offroad-Fahren noch die Around-View-Kamera fehlen. Ja, die hätte mir auch ein bisschen gefehlt. Gerade wenn man an so engen Stellen ist oder auch bergauf über eine Kuppe fährt und man nicht so gut nach vorne sehen kann, dass man die Around-View-Kamera noch im Offroad-Paket mit zum Beispiel dabei hat, weil da ist das schon wirklich sehr, sehr nützlich. So, und dann habt ihr mir auf Instagram, ich glaube, 4000 Fragen gestellt oder so. Und da wollen wir jetzt noch mal ein bisschen durchgucken, was ihr da noch so genau über den Touareg wissen wollt. Wie wirkt dieses Riesendisplay? Boah, ja, das wollte ich eigentlich noch sagen im Video. Also, beziehungsweise ich habe jetzt noch mal die Chance zu sagen, das Display erschlägt mich jedes Mal aufs Neue. Ich muss sagen, wenn man in dem Auto 3-4 Stunden drin sitzt, ne, dann gewöhnt man sich dran und dann weiß man, okay, man hat so ein Riesendisplay. Aber wenn man von einem anderen Auto umsteigt und das wieder sieht, wenn man es ein paar Wochen nicht gesehen hat, dann denkt man sich, alter Vater, was für ein Riesendisplay. Es sieht aber auch echt gut aus, ne? Ja, ist mega geil. Also optisch gesehen, dieses leicht gecurvte hier hat echt Style. Ehrliche Meinung zum Design? Lieber der neue oder der Vorgänger? Ich finde den aktuellen extrem gut. Ich finde ihn vor allem von hinten richtig, richtig geil. Der ältere gefällt mir von vorne einen Tick besser, aber der Unterschied hinten ist meiner Meinung nach so groß, dass ich über den kleinen Unterschied vorne hinwegsehen kann. Und vor allem der Innenraum ist vom Design her und von der Aufmachung her deutlich besser als der alte. Deswegen definitiv der neue. Dann, wie einstellbar ist der Allrad? Der Allrad ist nicht so viel einstellbar. Das macht er schon ziemlich alles automatisch. Ich glaube, ich habe gehört gestern in der Presseveranstaltung, dass er bis zu 90% auf die Hinterachse kann und 70% maximal vorne. Die Grundeinstellung ist aber 60-40, in der er normalerweise fährt. Wir haben natürlich ein Differential auch in der Mitte, was die Last dann quasi nach hinten, nach vorne verteilt. Und dadurch können wir natürlich auch gewährleisten, dass er die Räder relativ einzeln ansteuern kann und den Antrieb auch wirklich auf das Rad, also das Drehmoment auf das Rad legen kann, was noch Grip hat. Und damit funktioniert das im Gelände auch wirklich sehr, sehr gut mit dem Allrad. Wirklich einstellen kann man das hier nicht, außer die einzelnen Geländemodis. Aber die Verteilung und sowas macht er da alles automatisch. Also ich kann jetzt nicht sagen, bitte 90% hinten und verriegeln, das geht leider nicht. Was ich auf jeden Fall interessant finde, ist die Frage, wer kauft dieses Auto? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und meiner Meinung nach müssten das Auto eigentlich mehr Leute kaufen, weil das ist wirklich ein gutes Auto. Ja. Also auch im Vergleich zu seinen ganzen Konkurrenten, Q7 und so weiter, ist er auch intern in der VAG-Gruppe, finde ich, fast schon der Beste. Wie ist denn eigentlich grundsätzlich deine Meinung zu SUVs? Meine Meinung zu SUVs wird immer positiver, muss ich sagen, weil SUVs immer mehr können. So. Urus auch ein sehr gutes Beispiel. Ein Urus ist fast so schnell auf der Rennstrecke wie
einen Supersportwagen und es ist ein SUV. Das ist schon unfassbar. Und das war halt am Anfang nicht so. Am Anfang war ein SUV immer Rumgewanke und schwammig und ja, eigentlich nur fürs Gelände oder für Leute, die sich im Verkehr unsicher fühlen und gern Panzer brauchen. Keine Ahnung, sowas halt. Ne? Aber mittlerweile können die SUVs echt viel. Man kann echt schnell fahren mit denen, auch in Kurven und Spaß haben. Und es ist natürlich extrem komfortabel. Man hat eine gute Rundumsicht. Man kommt auch durchs Gelände durch. Also meine Einstellung zu SUVs wird immer positiver, was auch daran liegt, dass ich so viele verschiedene SUVs ausprobieren und fahren kann. Ja, auf jeden Fall. Also SUVs an sich finde ich schon ganz gut. Ist nicht mein Favorite, meine Favorite Art von Auto, aber wird immer positiver bei mir, auf jeden Fall. Ja. Dann eine weitere Frage. Voll elektrisches Fahren möglich? Wenn, wie weit kommt man rein elektrisch? Moin Nobby. Moin Nobby. Die Frage ist nicht so ganz passend, weil es ist kein Hybridfahrzeug und momentan gibt es auch noch keine Hybridmotorisierung für dieses Fahrzeug. Ich kann nicht sagen, ob was geplant ist. Ich kann es mir gut vorstellen. Eigentlich wäre es sogar eher unwahrscheinlich, dass nichts geplant ist. Aber bis jetzt gibt es da leider noch gar keine Informationen. Würde dem Auto aber gut tun, gerade auch für Offroad, untenrum nochmal das Trio mit zu haben vom Elektromotor bei einem Hybrid, bei einer Hybrid-Variante. Das wäre schon, glaube ich, ganz geil. Ja. Touareg oder Q7 im Gelände? Touareg, der ist kürzer. Ja. Eindeutig. Touareg. Ja, du hast halt dadurch, du kannst größere Winkel überfahren, weil du einfach in der Mitte nicht so schnell aufsetzt wie mit einem Q7, weil er halt einen kürzeren Radstand hat. Aber ansonsten sind die, glaube ich, im Gelände sehr, sehr ähnlich. Der Touareg kann einen Tick mehr, aber der Q7 ist im Gelände auch schon nicht so schlecht. Was mich jetzt auch interessiert, was haben wir verbraucht? Oh, das ist wirklich eine gute Frage. Machen wir jetzt mal hier den Live-Check, was wir im Gelände und so verbraucht haben. Wir waren natürlich zwischendurch ziemlich langsam unterwegs. Und wir haben verbraucht 12,7 Liter seit dem letzten Tankvorgang. Das ist okay für einen 3 Liter Dieselmotor. Ist okay. Keine Frage zum Touareg, aber wie können eigentlich deine Schuhe immer so weiß sein? So weiß sind die gar nicht. Meine Schuhe sind momentan gerade mega dreckig, weil ich gerade weiße Schuhe anhatte und wir überall auf den Bergen rumgeklettert sind. War keine so gute Idee, aber sonst putze ich die einfach ständig. Deswegen sind die weiß. Was ist das beste Feature? Das Display. Mega. Also wirklich, das Display. Innenraum ist für mich eine der wichtigsten Sachen im Auto. Ja. Und da gehört halt das Display voll dazu. Wenn du so ein riesen Display hast, finde ich, finde das mega. Ich finde aber auch die Fahrassistenzsysteme ganz cool. Ja, auch ganz cool, aber Display wäre mir wichtiger. An technischer Ausstattung ist auch die Wankstabilisierung ganz cool. Ne? Das haben wir ja im ersten Video schon angesprochen. Der hat diese Stabis, die quasi in der Mitte einen Elektromotor haben. Damit können die Stabilisatoren quasi sich festhalten, entgegendrücken oder auch komplett entkoppeln, was natürlich dann je nach Fahrsituation, ob Kurve oder gerade Ausfahrt, den Komfort im Auto und die Wankstabilisierung sehr stark erhöhen. Und das ist eins der geilsten technischen Features auf jeden Fall, die momentan im VAG-Konzern so gibt. Wird auch noch gefragt, wie viel Anhängelast hat der Touareg? Und das ist mit 3,5 Tonnen auf jeden Fall sehr viel. Ja, 3,5 Tonnen, das ist ja auch einer der Hauptgründe meiner Meinung nach, um dieses Auto zu kaufen. Ja. Also wenn ich jetzt einen Wohnwagen hätte oder Pferdeanhänger oder sonst was, das erste Auto, was mir in den Sinn kommen würde, wäre ein Touareg. Ja. Ist er besser als der neue Kia Sorento GT im Vergleich Preis-Leistung? Sehr, sehr gute Frage. Aber ich finde, dass man das nicht so krass vergleichen kann. Ja. Weil das eine andere Liga von Auto ist. Ja. In der Preis-Leistungs-Liga von Luxus-SUVs ist auf jeden Fall der Touareg besser. In der Preis-Leistungsklasse von einem großräumigen SUV, der einfach dich von A nach B bringen soll und sämtliche Ausstattung haben soll, die man braucht, ist der Sorento besser. Ja. Aber das ist auch eine Frage, die muss man ganz klar am Geld festmachen. Weil Leute, die im Touareg-Segment zu Hause sind und sich so ein Auto kaufen wollen, würden sich niemals einen Kia Sorento kaufen. Und umgekehrt, Leute, die einen Kia Sorento auf der Interessenliste haben, würden niemals zum Touareg greifen. Wie kommt der Touareg mit der dünnen Luft zurecht? Ganz gut. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass er da irgendwie Probleme hat. Ja. Aber dafür sind wir auch zu langsam gefahren. Zu wenig Last im Auto, also zu wenig Last aufs Gaspedal gegeben, dass man das merken könnte. Das stimmt. Eigentlich auch eine geile Frage. Passt du und Patrick zusammen in den Kofferraum? Haben wir jetzt leider nicht ausprobiert. Probieren wir beim V8 Diesel-Fahrveranstaltung. Okay, da legen wir uns. Müssen wir dran denken. Ja. Aber wir passen bestimmt dran. Wir lagen mal beim Q7 zusammen im Kofferraum, da hat es geklappt. So, ich würde sagen, das reicht jetzt aber auch, weil da sind noch viel mehr Fragen. Ja.
Ich hoffe, wir haben die wichtigsten Informationen beantwortet. Wenn ihr noch unbedingt was wissen wollt, irgendwas Wichtiges, schreibt es unter das Video in die Kommentare. Wir versuchen, alle Fragen, die noch offen sind, zu beantworten. Und ja, das war's. Das war unser kleiner Offroad-Trip in Marokko mit dem neuen Touareg. Ich bin sehr überrascht, was der alles im Gelände drauf hat, gerade auch mit dem Luftfahrwerk. Super klasse. Ich würde mich sehr gerne freuen, nochmal hier eine neue Expedition zu starten, weil es ist einfach so wunderschön, einfach so abenteuerreich. Vielen Dank.